Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die Xbox 360 Version. Und hört mal den Ton. Ja, ich habe gerade gedacht, der Ton wäre aus. Ist der Ton irgendwie leiser geworden? Wieso kommt mir der Ton so leise vor? Ich guck mal kurz nach. Nö, ist eigentlich richtig. Okay. Dann höre ich einfach nur schlecht, oder? Warum ist der so leise? Okay. Ah, egal. Ich glaube, der ist laut genug, nur ich habe irgendwie keine Ahnung, wieder Ohrbehinderung oder so. Hat man ja mal, ne? Kann ja mal sein, so mit 17 Jahren. Ja, warum jetzt die letzten Tage keine Videos kamen, lag daran, dass ich einen halben Nervenzusammenbruch hatte. Wegen dieser scheiß Map hier. Denn ich habe so offscreen so mir so gedacht. Ja, dann gehe ich halt noch das machen, was ich halt machen wollte. Was wollte ich eigentlich nochmal machen? Holzfarm, ne? Oder? Ne, was war denn nochmal? Genau, ne, ich wollte in dem Dschungel. Genau, ich wollte in dem Dschungel diese Blätter platzieren. Also den Dschungel, der da hinten ist. Was passiert? Es fängt an zu regnen. Heißt, es fängt an zu schneien und mein Haus explodiert. Und dann. Ich habe instant keine Lust mehr. Mano! Minecraft hasst mich! Ich meine, wisst ihr, wie lange das gedauert hat, diesen Schnee wegzubauen? Für die Leute, die das jetzt nicht verstehen. Ich habe mein Haus gebaut und das war in einem ganz normalen, ja, normalen Dingsbiom halt, wie da. Dieses normale Grasbiom. Habe ich gebaut, alles wunderschön. Habe davor schon mal in Minecraft die Welt gewechselt. Ich hatte ja schon vorher hier vorne Welt, weil die teils, also das war halt ein Teilgrund dafür, warum ich die gewechselt habe, weil die Map auf einmal nach einem Update in einem Schneebiom war. Was passiert? Ich baue hier mein Haus nach, was ungefähr 10 Stunden gedauert hat. Also ich habe ja hier alles nachgebaut. Ja, was passiert? Wird zu einem Schneebiom auf einmal. Was richtig kacke ist. Dann habe ich den Schnee weggemacht und habe ja diesen Mod installiert. So ein Mod, mit dem man, ich sollte aufhören, so hier rumzulaufen. Ein Mod, mit dem es nicht mehr regnet. Habe den installiert und dann, oh Wunder, es hat funktioniert. Richtig gut. Musste ich natürlich vorher erstmal den ganzen Schnee hier wegbauen. Jedes einzelne Feld. Überall. Ohne jetzt Wasser zu benutzen, denn hier ist ja bei Gras und ich musste wirklich jedes einzelne Feld mit der Hand abbauen. Natürlich im Creative Mode, versteht sich. Und ja. Was passiert dann? Ich habe es abgebaut, was übrigens auch nochmal so, ich denke, 5 Stunden gedauert hat. Ja, das habe ich übrigens am Stück gemacht. 5 Stunden. Ja, was passiert dann? Es fängt wieder an zu schneien. Toll, ne? Heißt, ich kann das wieder alles abbauen. Nochmal 5 Stunden ungefähr Arbeit. Und ich habe jetzt zu einem Mittel gegriffen. Oh Gott, ey. Ja, was eigentlich die einzige Möglichkeit ist, um festzustellen, dass es nicht mehr schneit. Denn dieser Mod funktioniert anscheinend nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was da dran liegt. Und zwar das da. Ich werde eine riesige, verkackte Glasplatte auf über meine Welt bauen. Und was hier jetzt recht wenig aussieht, ist unglaublich viel Arbeit. Hier an diesem Stück, was ihr jetzt seht, ungefähr an dem da. Dort, dieses kleine Zusatzding da, was da ist, weil da auch geschneit hat. Hat, lasst mich nicht falsch sagen, ungefähr eine Stunde gedauert, dieses kleine Stück da. Ja. Und das ist, um jetzt mal kurz die Größe darzustellen, da hinten diese Ecke, die ihr seht, die ist abgerundet. Und das sieht man noch niemals. Die sieht genauso aus wie alle anderen auch. Diese Ecke da hinten ist abgerundet. Die ist, ja, keine Ahnung, wie dieses Haus hier nur halt, ja, so wie dieses Ding da so abgerundet. Nur noch ein bisschen mehr. Und man sieht das noch niemals. Und das ist extrem groß. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, ich bin da schon seit, was weiß ich was, mehreren Tagen dran. Und das wird einfach nicht mehr. Und ich bin alleine und das dauert einfach viel zu lang. Und ich habe mir überlegt, wartet mal, bevor ich jetzt hier so viel laber, mache ich erstmal irgendwas. Das kann jetzt sein, dass ich die ganze Zeit hier rumlatsche wie so ein Behindikini. Das will ich definitiv nicht essen. Das will ich aber essen. Warum ist die Karte da? Was mache ich denn jetzt in der Zeit? Ich würde sagen, ich gehe... Ich wollte auch noch Dschungelbäume. Stimmt, da habe ich mich so aufgeregt, dann hatte ich keinen Bock mehr. Tut mir leid, dass ich da nichts machen konnte, aber ich habe mich so aufgeregt und ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Ich würde sagen, ich gehe jetzt in den Dschungel und farm da kurz ein bisschen was. Währenddessen kann ich auch gut erzählen. Ja, das sollte klappen. Und diesmal hole ich die Scheren mit, die habe ich ja dabei. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, jetzt weiter im Text. Also ich habe mich wirklich extrem aufgeregt. Also das war wirklich, weil ihr müsst bedenken, ich stecke hier richtig viel Arbeit in die Map. Also das ist schon mehr als normal. Also keine Ahnung, ich würde einfach mal behaupten, dass ich doch schon in das Minecraft-Projekt sehr viel Arbeit reinstecke. Allein schon, wie viel ich offscreen da, weil ich da offscreen alles gemacht habe und was eigentlich nicht nötig wäre, denn ja, dann schneidet hier halt, ist mir doch egal. Aber
Ja, dieser kleine Fakt, der nervt mich halt und ich will halt schön haben, selbst wenn ich weiß, dass das nicht unendlich geht, das Projekt. Ich will trotzdem irgendwie schön für euch haben und auch für mich natürlich. Und ich bin gerade sau verwirrt und weiß nicht, wo die ist. Ach, da bin ich doof. Und ja, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, denn das ist sehr viel Arbeit und auch Zeit, die ich da reinstecke. In der Zeit kann ich was zeichnen und alles Mögliche, was übrigens auch noch gleich ein Thema wird. Denn ich habe ja seit 8000 Jahren gesagt, ich zeichne mal wieder was, ich zeichne. Und fange dann trotzdem an, nicht Mongo. Aber dazu gleich mehr. So, sorry, dass ich hier gerade so ein bisschen, sorry vor allem, so ein bisschen Gehirn-AFK bin. Was ist das denn? Riesige Steinziegel. Okay. Ich sehe das doch irgendwie so gut wie keinen Unterschied, aber egal. Hä? Oh, ich muss aufpassen, dass ich die Rissigen nicht mit den normalen verwechsel. Ich lasse die jetzt einfach mal da drin. Obwohl, das Holz kann ich sowieso behalten. Dschungelholz kann ich irgendwo reintun. Hier. So, das Knochenmehl, das kann ich eigentlich vielleicht noch gebrauchen. Diesen Kürbis brauche ich eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, so viel Zeug werde ich jetzt definitiv nicht mitholen. Deswegen reicht das erstmal und ich gehe so zum Dschungel. Aber vielleicht noch ein paar Fackeln. Nee, komm, warum Fackeln? Gibt irgendwie keinen Sinn. Ja, also, ich stecke hier sehr viel Arbeit rein. Und ich habe mich schon minimal aufgeregt. Und man kann mich wirklich sehr schwer wirklich wütend machen. Oder, keine Ahnung, zum Aufregen bringen. Ist das ein Satz? Nee, irgendwie nicht. Und da habe ich mich auch schon wirklich ein bisschen geärgert. Ja, ach, die Map, ey, alles voller Schnee, toll. Ach, ich muss noch da. Ich vergesse das jedes Mal. Jedes Mal. Und ist da ein Block in der Luft am Schweben gewesen? Ach nee, Hallus. Ja, ich denke, ihr könnt das nachvollziehen, denn es ist einfach meine geile Map, die jetzt schon wieder zerstört wurde und wo ich einfach wieder alles per Hand umändern muss. Und ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich doch, das habe ich ja schon mal gemacht, und zwar bei dieser Burg im Creative Mode Let's Play, dass ich die Abonnenten eingeladen habe, die mir dann geholfen haben. Aber bei der Burg war das halt so, dass die mir wirklich nur geholfen haben und ich die praktisch, ja, man kann schon sagen, ein bisschen so ausgenutzt habe zum Abbauen von den Dingern. Da ich meine, klar, haben sich dann viele gefreut, so, ja, ich bin der Aufnahme dabei und kann mal mitspielen. Ihr dürftet zwar dann nicht mitreden, aber ja, ihr wartet in der Aufnahme dabei, kam drin vor und durftet auch auf der Map spielen. War dann für viele schon Grund genug gewesen ist, mir einfach bei dieser Burg zu helfen. Das war wirklich stumpfe Arbeit, einfach Steine, bau, die ganze Zeit, so wie da oben eigentlich. Weil übrigens extrem hässlich aussieht, aber Gott sei Dank nicht wirklich auffällt, weil ich das so hoch gemacht habe, wie es geht, also fast so hoch. Ja, und nochmal vielen Dank an die Leute, die das damals gemacht haben im Creative Mode. Also für mich ist das keine Selbstverständlichkeit, zumal ich ja jetzt nicht gerade so ein, oh mein Gott, er ist ein super berühmter YouTuber, er hat 100.000 Abonnenten, obwohl 100.000 mittlerweile auch nicht mehr so berühmt ist. Aber ja, keine Ahnung. Ich hätte es jetzt eher verstehen können, wenn ich jetzt wirklich so, keine Ahnung, gegeben ein Les Mille Abonnenten-Niveau oder so hätte. Also Niveau ist jetzt eigentlich das falsche Wort, denn naja, das Niveau von den Abonnenten da, ne? Ne, erstmal alle beleidigen. Nein. Das ist böse. Das mache ich nicht. Aber man weiß ja, ne, mit der Massheit kommt die Dummheit. Anjelismiels Weisheit. Ne, mit der Masse kommt die Dummheit. Und desto mehr Abonnenten man hat, desto dümmer werden natürlich die Kommentare und alles Mögliche. Und ja, also das hätte ich dann schon eher verstehen können. Deswegen nochmal ein Dankeschön an die Leute, die das wirklich gemacht haben. Und jetzt bin ich mir mal überlegen, ob ich mir denn nicht einfach Xbox Live holen soll. Dann Abonnenten einlasse, die mir helfen. Dabei könnte ich dann natürlich noch diese Survival Games Runde machen. Endlich mal. Denn ich habe ja noch die Map da und wollte das eigentlich endlich mal auf der Xbox machen, da das ja jetzt besser funktioniert, da die Server einfach geiler sind als vorher. Und ja, dann habe ich mir überlegt, dass das eigentlich noch ein bisschen unfair ist. Denn ich lade euch dann ein und dann könnt ihr ja in der Aufnahme dabei sein, aber dafür baut ihr dann nur irgendeine Scheiße hin. Also dieses Glasteil da oben. Und bei dem Schnee könnt ihr mir vielleicht auch noch helfen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das unfair. Und irgendwie kommt mir dazu vor, als würde ich dann die Abonnenten einfach so ausnutzen dafür, dass die dann so Zeug da abbauen. Deswegen habe ich mir gedacht, könnte ich doch irgendwas machen, so als kleine Gegenleistung. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja immer noch dieses wie oft ich immer sage, ich weiß, das ist ein bisschen unnormal, aber irgendwie scheine ich mir das nie abzugewöhnen. Ich weiß noch, damals bei Mario Galaxy habe ich mir gedacht, irgendwann, dann gewöhne ich mir das ab. Da bin ich ein voll toller YouTuber. Aber das passiert einfach nicht. Okay, der Ton ist wieder laut, ich muss ihn mal kurz ein bisschen leiser stellen, sonst hört ihr den nachher nur im Mikro doppelt. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich könnte doch dieses Haus da wirklich, wie ich geplant habe, zu so einem kleinen Abonnentenhotel gestalten. Was ich dann gleich vielleicht auch noch machen werde.
Und ja, werde dann da so Räume einteilen. Und die Leute, die mir dann helfen, haben dann die Ehre, in Anführungszeichen, sich da ein eigenes Zimmer zu errichten. Was dann natürlich in dem Let's Play immer vorkommen wird. Ja, ihr könnt dann von mir aus auch den Namen an die Tür schreiben. So eine Art Namensschild, wer dann da wohnt. Das ist dann natürlich schon so ein bisschen premiumiger als, was weiß ich, einfach nur dabei zu sein. Weil dann hat man so ein kleines Denkmal auf der Map im Let's Play. Und das finde ich eigentlich doch schon eine ganz coole Idee. Die Blätter hier baue ich jetzt übrigens ab für den Dschungel da, weil ich brauche ja noch ein paar, ja, lose Blätter, sage ich mal. Warum sind die nicht gestackt? Dschungel, bla bla bla. Eichen? Bin ich dumm? War das jetzt ernsthaft die ganze Zeit ein Eichenbaum? Bin ich ein Trottel? Toll, dafür habe ich jetzt die Schere verschwendet. Ja, also das wäre doch schon, denke ich, ein bisschen besser als einfach nur, ihr hilft mir und das war's. Und dann seid ihr in der Aufnahme dabei gewesen. Toll, wie, welch eine Iri. Ja. Und ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das finden würdet. Natürlich können dann leider nur 8 Leute in einer Aufnahme helfen. Und ich denke auch nicht, dass mehr als 8 Leute, falls überhaupt 8 Leute, ein Zimmer in diesem Haus da bekommen können. Denn das ist ja jetzt nicht gerade so massiv. Ich könnte es dann auch einen Keller anlegen. Ich habe auch noch geplant, dass ich in dem Teil da vielleicht einen Pool in den Keller baue, so einen fetten. Aber ja, ich muss halt gucken, dass da irgendwie dann 8 Leute, beziehungsweise 7 Leute reinpassen. Denn ich bin ja der 8., der mitspielt, logischerweise. Sonst wäre es ein bisschen dumm, wenn ich nicht mitspielen würde. Und ja, das wäre dann natürlich sehr nett von euch, wenn ihr sowas machen würdet. Also ich will aber jetzt erstmal eure Meinung hören. Und wenn ihr natürlich sagt, naja, habe ich keinen Bock drauf, das ist viel zu viel Arbeit. Weil das ist auch viel Arbeit. Ich habe zwar gesehen, dieses mit der Burg, das Bauen da, das ging so schnell. Das hat ja nur ein paar Minuten gedauert. Und dabei kam mir das alleine vor, als würde ich ungefähr 10 Stunden da dran sitzen. Und ich denke, das da wird auch schnell gehen zu 8. Ich werde dann, denke ich, das Glasteil, sieht man von hier aus eigentlich? Nö. Ich werde das dann, denke ich, so einteilen in 8 Felder oder so, damit jeder eins bauen kann. Und man nicht durcheinander kommt. Das sollte dann eigentlich funktionieren. Und ja, aber erstmal will ich natürlich eure Meinung hören, habe ich ja gesagt. Denn ich weiß nicht, ob das jetzt so ein tolles Angebot ist. Dann würde ich natürlich gerne mehr so Aktionen machen. Jetzt nicht unbedingt nur, dass man, keine Ahnung, irgendwie mir hilft, irgendwas abzubauen oder so, sondern einfach auch, dass man vielleicht mit den Abonnenten was Kleines baut. Jetzt nichts Riesiges, sondern einfach vielleicht was Kleines. Dann, dass die einfach nur mal mitspielen können. Ich weiß dann nicht, wie man das handhaben soll, dass die mitspielen. Vielleicht irgendwie, dass man zusammen nach Erzenfarm geht oder so, keine Ahnung. Das ist auch ein bisschen langweilig, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, habt ihr Ideen, wie man das gestalten könnte, dass man mit den Abonnenten ein bisschen was machen könnte? Weil wenn ich schon mal dann Xbox Live habe, dann könnte ich das auch direkt mehrmals machen. Bei dem Creative Mode Let's Play war das natürlich was anderes. Da konnte man einfach bauen, was man wollte. Aber hier ist das nochmal, ja, so eine Sache. Denn es hat ja jetzt nicht jeder seine Items. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll, dass wenn dann die Abonnenten da ihr Zimmer in dem Hotel bauen dürfen, wie die das dann, ob ich denen dann so eine Kiste gebe, wo die dann Sachen drin haben und jeder darf dann dieselbe Anzahl von Sachen benutzen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also da seid auch ihr gefragt. Oder ob die sich das selber erfarmen gehen sollen, was eigentlich ein bisschen riskant ist, denn man kann ja jetzt auch nicht jedem direkt instant vertrauen. Und es könnte ja sein, dass irgendwer heimlich dann, was weiß ich, wohin geht, dann alles wegspringt, wie auch immer der machen soll ohne Dynamit. Gut, ich kann auch einfach TNT zu der Zeit ausmachen, aber der könnte auch einfach alles kaputt bauen gehen oder so, ich weiß es nicht. Ja, man kann ja jetzt nicht jedem blind vertrauen, ne? Oh, das war halt auch schon wieder. Ach, Lianen, die könnte ich schon abbauen, genau, bin ich blöd. Davon hole ich mir auch noch ein paar mit. Ah, super, komme ich ja ultra gut dran und so. Aber eigentlich brauche ich nur eine, weil die wachsen, ja. Und ja, aber wie gesagt, schreibt erstmal dazu eure Meinung. Denn ich will jetzt nicht sagen, ja, das machen wir und dann will das eigentlich gar keiner machen. So. Und das ist dann eigentlich das, was ich halt fragen wollte, denn ich finde es eigentlich nervig, wenn ich jetzt immer dann, keine Ahnung, ich habe jetzt auch die ganze Zeit über nicht aufgenommen, weil ich halt ein bisschen frustriert war und eigentlich dieses Glasteil dann auch vorher fertig bauen wollte, bevor die nächste Aufnahme angebrochen ist. Oder anbricht. Aber dann ist mir klar geworden, was das für ein Ausmaß hat, dieses scheiß Dach da zu bauen. Wer das übrigens jetzt nicht verstanden hat, warum ich das baue, ich baue das, damit es nicht mehr schneit. Also damit der Schnee nicht auf den Boden fällt, der Regen dann natürlich auch nicht. Und dann kann es nie wieder in meiner Welt schneien, hoffe ich zumindest. Und wehe, die dummen Arschlöcher, die das Spiel dann entwickeln, bringen dann im nächsten Patch irgendwie sowas raus, von wegen in diesem Modus, also hier, kann man dann so ausstellen,
Wetter aus oder so. Ey, ich hau den in die Fresse, ne? Dann habe ich das scheiß Dach da umsonst gebaut. Und wäre so richtig behindert. Oh Gott, ich würde mich so aufregen. Dann würde ich wahrscheinlich wirklich mit dem Let's Play aufhören auf der Xbox, auf der PlayStation 3 oder auf der... Nee, Xbox One werde ich ja nicht weitermachen. Stimmt. Die habe ich ja gar nicht. Die werde ich mir auch vermutlich nicht kaufen. Habe ich ja schon gesagt. Ja. Also das wird mich minimal aufregen. Ich bin gleich fertig mit dem Ding hier. Mit dem Ding hier. Ach, ich wollte noch die Lianen einsammeln. Wo sind die denn hier, ne? Ich glaube schon. Ja. 7 Stück. Ja, komm, da hole ich mir noch ein paar mehr mit. Genau, fäll den Baum mit einer Schere. Stell dir vor, wir schneiden den Baum mit einer Schere durch. Ja. Also das war jetzt dazu. Mehr brauche ich jetzt eigentlich nicht zu sagen, denn ich denke, ihr habt das verstanden. Und so, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ob ihr Ideen habt, wie man das besser machen könnte. Ich werde vom Skelett angeschossen, halt die Fresse. Und dieser Creeper, der in mein Haus weggesprengt hat, ne? So ein Mongo. Ist ja schon lange nicht mehr passiert, seit irgendwer mein Haus attackiert hat. Aber dann musste er unbedingt die Glaswand wegspringen. So ein Spacko. Ich habe auch diesmal wieder ein paar mehr Themen, die denke ich reichen würden für eine Aufnahme. Könnten, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal schon. Oh, ich habe doch schon ganz schön viel Erde. Ich wollte gerade die Klaublöcke wegschmeißen, aber da sind ja noch voll viele. Tja. Na, eigentlich könnte ich auch schon mal, während ich die Scheiße mache, mit einem neuen Thema anfangen. Eigentlich schon, ne? Ja, ich denke schon. Okay, dann würde ich mal sagen, fange ich mit einem Thema über einen kleinen Film oder über ein paar Filme an. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber geredet habe, aber mein Gott, ich habe irgendwas im Hals. Ich muss die ganze Zeit schlucken. Das ist irgendwie voll ekelhaft. Und ich habe Schleim im Hals. Bah, das ist eklig. Warum erzähle ich euch das? Das ist noch ekelhafter. Egal, sorry. Ich erzähle gern tolle, ekelhafte Sachen. Mein Gehirn ist gerade schon wieder ausgegangen. Wartet, gleich fertig. Aber jetzt habe ich eigentlich nicht viel von dem Holz gefarmt, ne? Nö, 13 Blöcke, willst du dich verarschen? Habe ich denn so viel normales Eichenholz? Kann ich das nicht mehr unterscheiden, oder? Bin ich behindi? Auf jeden Fall, der Film, ich weiß nicht schon mal, ich glaube, ich habe da schon mal drüber geredet, dass ich den Film Saw, also diesen Film mit dieser typischen Puppe da, die man auch kennt. Die könnte man eigentlich auch kennen, wenn man den Film gar nicht kennt, also schon mal gesehen haben vielleicht. Weil die ist doch schon recht bekannt. Geh weg. Gott. Und zwar habe ich ja, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass ich den Film mitgucken will, weil ich einfach nicht so wirklich damit klarkomme, wenn irgendwer, keine Ahnung, ja, nicht jetzt einfach so abgemördert wird, sondern halt, keine Ahnung, die da leiden zu sehen. Und ja, zudem kommt noch, dass ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber einfach irgendwie Schiss vor der Puppe da hab. Ich weiß nicht warum. Also, keine Ahnung, die, wenn ich den Film guck, dann kann ich mehrere Tage nicht mehr richtig schlafen, wegen der scheiß Puppe da. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wovor ich davor Angst habe vor der Puppe. Nicht mal jetzt, dass, keine Ahnung, die Puppe kommt und mich dann der Derbe in so ein Ding da reinsperrt. Einfach nur wegen der Puppe. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Und, ja, ich habe halt allgemein relativ Angst vor Puppen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Trauma aus der Kindheit, denn meine Eltern, die hatten früher in ihrem Schlafzimmer so, Masten an den Wänden hängen. Diese typischen, sind das italienische Masken? Die man auch so als Assassin's Creed kennt, ich weiß nicht, kennt ihr die? Diese venezianischen, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ja, so Masken halt. Oder einfach nur so, zum Beispiel wie so German Let's Play die Maske hat. So eine Maske halt. So welche hatten die da hängen. Auch mit so Federn dran und alles. Und ich weiß nicht warum, aber ich fand die gruselig. Aber ich habe es nie gesagt, weil, keine Ahnung. Irgendwie habe ich gedacht, ich weiß nicht, ich habe